Im Alter von 5 Jahren stand sie das erste Mal gemeinsam mit ihrem Papa und ihrer Schwester Romana auf der Bühne. Ein entscheidendes Erlebnis, denn ab diesem Zeitpunkt war ihr klar, dass sie Sängerin werden will, komme was wolle. Heute, nach vielen musikalischen Erfolgswegen, präsentierte Sammy Jones im Welser Sound Theater ihre Solo-CD. Hallo, hier ist Sammy Jones und ihr seht WT1. Hallo, Wels. So many days spent with thee, I should be thankful endlessly. I should have given my love, should have loved you here and now and then. Unser Vater hat uns quasi dazu, wenn wir so süß waren, genötigt und hat gesagt, wir singen da bei irgendeiner Betriebsfeier und so. Und wir haben uns nichts gedacht, weil ja, singen haben wir immer gemacht, weil es ja in einer Musikerfamilie so üblich ist. Und dann haben wir da eben zu dritt gespielt und da war ich auf der Bühne. Und das war dann so, da hat es irgendwie Klick gemacht und es war völlig klar, dass ich auf der Bühne sein will. Also das war wirklich so ein einschneidendes Erlebnis. Das sagen wahrscheinlich viel, das ist ja total kitschig, aber da hat mich wirklich das Bühnenfieber gepackt und ich wusste, da ist irgendeine Faszination, der muss ich nachgehen und das brauche ich. Beim Studieren habe ich natürlich da die Kontakte, habe ich andere Musiker kennengelernt, habe die ersten Bands, habe dann 3 Jahre bei Lucy in the Sky gesungen und dann ist 2004 im Dezember ist auch schon das Angebot von Global Griner gekommen, dem ich dann gerne nachgegangen bin. Da ist dann eh quasi von 0 auf 100 Einstieg ins Profigeschäft, haben wir dann beim Song Contest und Tourneen durch ganz Europa und darüber hinaus. Das ist eigentlich bis jetzt durchgegangen, also seit 2004 bin ich durchgehend auf Tournee. Weiterhin so geplant, dass wir jetzt heute die CD-Präsentation einmal sehr positiv über die Bühne gebracht haben, hoffen, dass wir sehr positives Feedback haben, dass dadurch Veranstalter, Kunden, Medienvertreter aufmerksam werden und sagen, die Sammy Jones macht eine tolle, coole Musik, das gefällt uns irrsinnig, könnten wir uns vorstellen für Firmenveranstaltungen, möchten selbst Konzerte spielen und sich dann bei uns eben melden und wir nicht nur im österreichischen Raum, sondern auch im deutschen Raum dann mit Sammy Jones präsent sein werden. Ich mag das selber einfach, wenn ich Künstler sehe, die andere Songs selber spielen können, die andere Songs selber schreiben, das ist einfach authentisch. Es geht in der Musik, als Künstler, als Sänger musst du authentisch sein und das bist du halt am meisten, wenn du deine eigenen Texte schreibst, deine eigenen Geschichten erzählst, deine eigenen Melodien singst.